Abtreibungsgegner in Polen haben im Juli dieses Jahres dem Parlament eine Petition für ein fast vollständiges Abtreibungsverbot vorgelegt. Eine Abtreibung wäre demnach nur möglich, wenn für die werdende Mutter Lebensgefahr besteht. Obwohl Polen bereits eines der striktesten Abtreibungsgesetze in Europa hat, erwägt die Regierung nun, das bestehende Gesetz zu verschärfen. Wir wollen die maximale Gefängnisstrafe für Abtreibung auf 5 Jahre erhöhen, genauso wie im Falle von Kindstötungen durch Mütter mit postnatalen Depressionen. Die katholische Kirche gab der Initiative zur Verschärfung des Abtreibungsrechts bereits ihren Segen. Auch die rechtskonservative Regierungspartei PIS gilt als Befürworter. Das derzeitige Abtreibungsgesetz ist bereits sehr restriktiv. Schwangerschaftsabbrüche sind nach Vergewaltigungen oder Inzest legal. Die Möglichkeit einer Verschärfung dieses Gesetzes ruft viele Abtreibungsbefürworter auf den Plan, die bei Demonstrationen eine komplette Legalisierung fordern. Das Parlament will ein Gesetz verabschieden, das von Priestern und Nonnen eingebracht wurde, die gar keine Kinder haben. Ein Gesetz, das von der Kirche kommt. Wir wollen keine Scharia-Gesetzgebung und keinen Fundamentalismus. Pro Jahr gibt es in Polen weniger als 2000 legale Abtreibungen. Frauenrechtsorganisationen gehen aber mindestens von 100.000 illegal durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen aus.